Klimaaktivisten der letzten Generation blockierten am Mittwochnachmittag den Heinrich-Heine-Ring in Stralsund. Bevor die Polizei reagieren konnte, verliert ein LKW-Fahrer die Fassung. Ein Video auf Twitter zeigt den Vorfall. Der Fahrer zerrt die Protestierenden von der Straße. Einen würgt er, einem anderen droht er Schläge an. Als all seine Versuche ohne Erfolg sind, steigt der Mann wieder in sein Fahrzeug und fährt los. Einen Klimaaktivisten schiebt er einfach vor sich her. Dann bremst er erneut ab. Nur der Unterboden am LKW verhindert wohl, dass er den Aktivisten wirklich überfährt. An dieser Stelle endet das Video. Wie die Ostsee-Zeitung berichtet, soll der Mann dann erneut ausgestiegen sein. Daraufhin habe er den Aktivisten von der Straße gezogen und sei rasant an ihm vorbeigefahren.